Der lange Krieg tobt seit 10.000 Jahren und die Verbitterung und der Hass der Heretik Astartes haben sich durch die Galaxis verbreitet. Obwohl die Inquisition große Anstrengungen unternimmt, Berichte über Einbrüche des Chaos zu unterdrücken, um der Gemeinbevölkerung unkonventionelle Gedanken zu ersparen, halten sich Legenden über diese Ereignisse überall in der Galaxis, indem sie von den Törichten und den Tapferen von Generation zu Generation weitergegeben werden. M30 bis M31 Zeitalter des Verrats. Der große Kreuzzug. Aus der Anarchie, in die das isolierte Terra versunken ist, erhebt sich der Imperator und erschafft die Primarchs, sowie die ersten Space Marines. Nachdem die Warpstürme die Terra vom Rest der Galaxis abschneiden, abflauen, bricht der Imperator zu den Sternen auf. Im Laufe zahlloser Feldzüge vereinigen die Legion des Imperators die Menschheit und das Imperium der Menschheit entsteht. Die Horus-Heresie. Die Galaxis wird von einer Rebellion zerrissen. Horus und seine verräterischen Primarchs verwüsten die Legion des Astartes und stürzen beinahe den Imperator der Menschheit. Die Mächte des Chaos werden schließlich von Terra vertrieben. Fulgrim, der Dämonenprimarch der Emperor's Children, führt seine hedonitischen Armeen gegen die Ultramarines auf Thessala. Inmitten der wirbelnden pinkfarbenen Nebel von Slaaneshs Gunst macht Fulgrim Jagd auf seinen Bruderprimarchen Rubut Gulliman und stellt sich ihm im Zweikampf. Obgleich Gulliman fürwahr mächtig ist, ist sein Gegner ein von dämonischer Macht angeschwollener, schlangenartiger Riese, der mit jedem seiner vier Arme eine giftige Klinge führt. Gulliman geht durch einen Schritt über die Kehle zu Boden. Er wird von seinen Space Marines fortgeschafft und in ein Stasisfeld platziert, bevor Fulgrims Gifte ihn töten können. 10 lange Jahrtausende weilt Gulliman an der Schwelle des Todes. Getrieben vom Verlangen nach Rache beginnen die Chaos Space Marines damit, aus dem Auge des Schreckens, dem Eye of Terror, heraus Angriffe gegen den Imperator zu führen. Die Adepten des Adeptus Administratum stellen entsetzt fest, dass die Zahl dieser Invasion mit jedem verstreichenden Jahrzehnt stetig zunimmt. M32 bis M39 Zeitalter der Vergeltung Perturabos Plage. Der Dämonenprimarch Perturabo pervertiert die 8 Rituale der Inbesitznahme und richtet sie gegen seine Feinde. Er ruft Nurgle an und verstärkt seinen Fluch mit hoch ansteckenden Infektionen, bevor er ihn in die mechanischen Systeme der Vasallenfabrikwelt Toil speist. Das pure Chaos breitet sich in der Maschine aus und die verborgenen Manufakturien beginnen sich zu verändern. Am 8. Tage brechen gewaltige Kabel aus dem Boden und dämonische Maschinen machen Jagd auf die Lebenden, während vielbeinige Industriekathedralen die Einöden durchschreiten. Der Planet wird letztendlich von allem Fleisch befreit. Eine psionisch abgeschirmte Flotte der Emperor's Children führt einen brutalen Angriff gegen das Weltenschiff Luganath. Die Schiffe der Eldar zerstören die ersten Jäger, doch die schiere Masse an Landungsschiffen der Chaos Space Marines schlägt eine Bresche in die Verteidigung des Weltenschiffes. Nach einem erbittert geführten Enterkampf wird auf dem Platz der Reflexion ein Teleporter-Relais errichtet und die Emperor's Children beginnen, ihre Truppen in großer Zahl in die Stellungen zu bringen. Die Eldar schotten die Bresche mit chirurgischer Präzision ab, doch sie erkennen die eigentliche Absicht ihrer Feinde erst, als es zu spät ist. Im Zentrum des Platzes kombinieren mehrere hundert Noise Marines ihre Schallwaffen zu einer Kakophonie, die im Realraum und im Warp nachhallt. Der Schaden an der psi-aktiven Architektur der Craftworld ist so extrem, dass ihre schlanken Türme auf die am Boden tobenden Schlacht stürzen. Die rote Dämmerung von Irad 4. Die World Eaters fallen auf Irad 4 ein, einer befestigten Industriewelt. Captain Revelion von den Ebon Knights führt seinen Orden gegen die abtrünnigen Vettern. Der Kampf tobt auf dem gesamten Planeten, bis beide Seiten kaum noch mehr als eine Kompanie aufbieten können. Während es die World Eaters nicht schert, dass viele von ihnen gefallen sind, verzweifelt Captain Revelion aufgrund des Verlustes so vieler seiner Krieger und flüstert einen Schwur in die stille Nacht. Stunden später tritt Revelion blutüberströmt aus dem Schatten hervor, ein vor Blut triefendes Kettenschwert in jeder Hand. Seine Männer stoßen Jubelrufe aus, als der letzte der World Eaters fällt. Doch ihr Siegestaumel ist von kurzer Dauer. Unaufhaltsam hackt Captain Revelion eine blutige Schneise durch die verbliebenen Ebon Knights. Anschließend hält er nicht inne. Ein Distrikt nach dem anderen wird verwüstet, während der Pakt des Captains mit Korn schreckliche Früchte trägt. Die Bevölkerung Irad 4 wird evakuiert und der Planet wird Perditas erklärt. Der große Zerfall. Nach der unablässigen Gewalt während des xenozidalen Quitos-Feldzuges erliegt der Orden der Annihilators schließlich der Blutpsychose.
Diejenigen Mitglieder des Ordens, die noch immer in der Lage sind, rational zu handeln, finden sich in der Hoffnung, Absolution zu erfahren, in ihrer Ordensfestung ein. Statt sie jedoch von ihren Sünden zu erlösen, führen die verderbten Chaplains sie durch ein uraltes Ritual, in dessen Folge ihre Seelen dem dämonischen Einfluss offenstehen. Im Laufe einer einzelnen mondbeschienenen Nacht ergreifen Dämonen von jedem Mitglied des Ordens Besitz. Die Besessenen beginnen sich zu verändern und verwandeln sich in gepanzerte halbdämonische Monstrositäten. Die Brüder nennen sich nun die Bestien der Auslöschung und ziehen erneut in den Krieg. Doch dieses Mal ist es das Imperium, das ihren Zorn zu spüren bekommt. Der Büßerkreuzzug. Der Warpsturm Dionys schlägt Wellen in der gesamten Galaxis und seine Energien verschmutzen einen breiten Streifen Sternsysteme. Neben Milliarden von imperialen Bürgern werden nicht weniger als 30 Orden der Space Marines vom charismatischen St. Basilius für unrein befunden. Der Würdenträger der Ekklesiarchie lässt den Verurteilten die Wahl. Im Auge des Schreckens Buße tun oder ausgelöscht werden. Ohne Ausnahme entscheiden sich die Verurteilten dafür, sich auf einen Kreuzzug der Buße zu begeben und die Dämonenwelten im Auge des Schreckens, dem Eye of Terror, zu säubern. In dieser großen Warp-Anomalie finden einige Orten ihr Ende, von anderen hört man nie wieder. Einige werden zu Renegaten, um zu überleben. Die entschlossensten aber kehren 800 Jahre später ins Imperium zurück und entlarven ihren noch immer lebenden einstigen Ankläger, St. Basilius, als Diener des Chaos. Das Ende des verdorbenen Heiligen ist schnell und blutig. M40 bis M41, Zeitalter der Apotheose, zweischneidige Schwerter. Seit mehr als einem Dutzend Generationen infiltrieren Agenten der Alpha Legion die Makropulslums von Gostangrad, der Heimatwelt der Emperor Swords. Durch Manipulation der führenden Sekten und Gangs infiziert die Alpha Legion potenzielle zukünftige Space Marines mit abweichenden Philosophien und schafft durch Konditionierung unterbewusste Auslöser. Obwohl die meisten dieser Jugendlichen von den Librarians und Chaplains abgelehnt werden, gelangen doch einige in den Orden. Eine schlummernde Bedrohung, die nicht einmal den Rekruten selbstbewusst ist. Beinahe 3 Jahrhunderte später fällt der Alpha Legion mit starken Kräften auf Gornstark ein und die Emperor Swords stellen sich ihr zum Kampf. Die Alpha Legion erweckt die ruhenden Persönlichkeiten ihrer Infiltratoren unter den verteidigenden Space Marines. Innerhalb von Stunden zerfällt der Orden der Emperor Swords in einem Morast aus untereinander kämpfenden Fraktionen, von denen sich einige die Eindringlingen angeschlossen haben. Die Emperor Swords werden vollständig vernichtet. Gostangrad wird geschleift und die Gensat-Vorräte des Ordens gestohlen. Die Alpha Legion zieht sich in den östlichen Spiralarm zurück, nachdem sie ihre Reihen mit neuen Renegaten aufgefüllt hat. Der erste Krieg um Armageddon. Imperiale Streitkräfte kämpfen auf der strategisch wichtigen Welt Armageddon verbissen darum, einen bewaffneten Aufstand auf den Kontinenten Armageddon Primus und Armageddon Secundus niederzuschlagen. Während der Bürgerkrieg im vollen Gange ist, dringt ein Spellshulk in das System ein, an Bord dessen sich eine Horde aus dem Eye of Terror befindet, angeführt von Angron und seinen Kriegerscharen, der World Eaters. Angron und seine Armeen bahnen sich eine blutige Schneise quer durch Armageddon Primus. Die Eroberung von Armageddon scheint unausweichlich, bis der Dämonenprimarch einhält und mehr Chaos-Energie auf dem Planeten zusammenzuziehen. Während der Pause erhalten die imperialen Streitkräfte Verstärkung durch die Space Wolves vom nahen Fenris, sowie durch die erste Bruderschaft der Grey Knights. Zwar überlebt nur eine Handvoll dieser Krieger, aber Angron wird zurück in den Warp getrieben. Der Fall von Nova Terra. Die Söhne Gullimans befreien Nova Terra von einem Angriff der Tyranids. Anschließend erhält Squad Constantinus den Auftrag, die Überreste der Schwarmflotte zur Strecke zu bringen und stößt innerhalb der Aristokratie der Hauptstadt auf einen Symbiontenkult. Die gesamte Herrscherkaste wird exekutiert. Zum Entsetzen der Ultramarines erhebt sich die aufgebrachte Bevölkerung gegen die Befreier. Sergeant Constantinus verliert die Geduld, beschuldigt das Imperium, ihn zu einem monströsen Mörder gemacht zu haben und schwört dem Imperator ab. Er gelobt, die Bevölkerung in eine bessere Zukunft zu führen und seine Überzeugung reißt viele mit sich. Seine Redekunst setzt sich inmitten der Anarchie fest und seine Agenda martialischer Disziplin wird Teil der Zivilisation von Nova Terra. Die alte Ordnung zerbricht und Statuen von Constantinus dem Befreier werden errichtet. Bald kommen weitere Anhänger der verderbten Mächte an, angezogen von der Anarchie und dem Blutvergießen. Der Größenwahn des abtrünnigen Sergeants erreicht ungeahnte Höhen.
bis der gesamte Sektor im Krieg versinkt. Die Rebellion endet erst, als Konstantinus durch das Officio Asininorum ausgeschaltet wird. Der Badab-Krieg. Luft Huron, der Ordensmeister der Astralklaws, ernennt sich zum Tyrannen von Badab und sagt sie vom Imperium los. 11 Jahre lang tobt ein Krieg zwischen mehreren Sternensystemen, in dem mehr als 1 Dutzend Orden des Adeptus Astartes verwickelt wurden. Hurons Herrschaft wird schließlich ein Ende gesetzt, doch trotz seiner schweren Verletzungen gelingt es ihm, in den Mahlstrom zu fliehen. Die Vaxalianischen Völkermorde. Die niederträchtigen Renegaten, die sich als die Exterminaten bezeichnen, fallen in ihrem Hass auf alle Lebenden über die blühende imperiale Welt Vaxalia her. Die Bewohner des Planeten werden schon bald darauf von zerrenden Krankheiten und Hungersnöten heimgesucht. Im Laufe eines einzigen Monats vernichten die Exterminaten nicht weniger als 14 Milliarden imperiale Bürger. Der Wolf in der Falle. Der hochdekorierte Inquisitor Pranix versammelt 5 Großkompanien der Space Wolves, sowie das 301. Kadia und das 14. Talan, um die 9 Welten der Lehre von Larzia aus dem Griff der Red Corsairs zu befreien. Die Landungskapseln der Space Wolves brechen durch die algenverkrustete Oberfläche der hohlen Welt. In den unterirdischen Katakomben kommt es zu erbitterten Gefechten. Huron Blackheart lässt mit kalter Präzision gezielte Teile seiner Tunnelnetzwerke einstürzen, schneidet so einen Großteil der imperialen Streitkräfte voneinander ab und vernichtet sie. Beide Seiten erleiden schwere Verluste und die Invasionskräfte ziehen sich ungeordnet zurück. Schädel für den Schädelthron. Nachdem Rockrats Bloodhand von den World Eaters so viele Schädel zusammengetragen hat, dass er kaum noch weiß, was er mit ihnen anfangen soll, schwört er, einen Schädel von jeder kriegerischen Spezies der Galaxis zu sammeln. Mit dem Eintreffen der Tyrannidenflotte nimmt Bloodhands Meisterwerk eine dramatische neue Wendung. Der besessene Trophäensammler nimmt mit seiner Flotte Kurs auf den östlichen Spiralarm und kreuzt den Weg von Schwarmflotte Kraken. Erfreut, ob der Aussicht, so große und beeindruckende Schädel erringen zu können, fährt er unter die Tyrannids eine grausige Ernte ein. Das große Erwachen. Eine Welle psionischer Aktivität rollt durch das Imperium und weckt in der gesamten Galaxis die schlummernden Kräfte latenter Psioniker. Die daraus resultierende Rückkopplung erzeugt unzählige Warprisse. Viele Welten gehen durch dämonische Einfälle verloren. Die 1000 Suns treten in nie gesehener Zahl in Erscheinung, während die psionische Apokalypse ihren Lauf nimmt. Die Söhne des Mahlstroms. Eine Flotte der Heretik Astartes mit mehr als 30 von Dämonen besessenen Space Hulks tritt aus dem Mahlstrom hervor. Die geballte Flotte zwingt die Hyogoris, Kaelas und Sessex-Systeme in die Knie und nimmt ihre Weltraumrouten in den Würgegriff. Der Untergang von Vilamus. Nach einer Reihe dreister Überfälle, in deren Folge in der titanischen Klosterfestung der Marines Erant nur noch eine einzelne Kompanie stationiert ist, entsendet Huron Blackheart seine Verbündeten der Nightlords, die in die Festung eindringen und deren Energieschilde und Verteidigungslaser deaktivieren sollen. Aus dem Orbit teleportieren sich Chaos-Terminators in das Apothekarium, während Huron sich gleichzeitig anschickt, die Relikte des Ordens zu stehlen. In einer Zwickmühle gefangen, gelingt es den in der Unterzahl befindlichen Marines Iran nicht, die Eindringlinge zurückzuschlagen. Die Red Corsairs erbeuten nahezu die gesamte Gensaat des Ordens und verdammen den imperatortreuen Orden damit zum langsamen Niedergang. Der große Riss. Die Agenten der dunklen Götter sind in einer großen Sache vereint, doch wenige erkennen das, bevor ihre Bemühungen spektakuläre Ereignisse zeitigen. Kriege toben, kosmische Rituale erreichen ihren Höhepunkt und die Barriere zwischen dem Realraum und dem Warp wird entlang einer Bruchlinie im Stoff der Realität geschwächt. Der Himmel reißt auf und die Cicatrix Maledictum öffnet sich. Ein Vermächtnis des Hasses. 13-mal hat Abaddon die Black Legion bei einem Angriff auf das Imperium geführt. Jedes Mal errangen die Vernichter und seine Horden einen großen Sieg. Erschlugen Millionen von Loyalisten oder erreichten irgendein verborgenes Ziel, ehe sie wieder im Auge des Schreckes verschwanden. Am Ende des 41. Jahrtausends führte Abaddon seinen 13. schwarzen Kreuzzug zur Eroberung Kadias und kam an der Spitze einer riesigen Armee aus Verrätern, Heretikern und Dämonen stärker denn je daraus hervor. M30 bis M31, Zeitalter des Verrats. Häresie und Nachspiel. Die vom Kriegsherrn Horus verbreitete spirituelle Verderbnis schlägt in der Hälfte der Legionis Astartes Wurzeln und 10.000 Jahre des Krieges beginnen. Der große Kreuzzug.
Der Imperator vereinigt die sich bekriegenden Stämme von Terra und macht sich daran, den Platz der Menschheit unter den Sternen wiederherzustellen. An seiner Seite kämpfen Horus und die Luna Wolves mit großem Eifer, vernichten zahllose Feinde in seinem Namen und helfen, das Imperium der Menschheit zu errichten. Nach dem Ulanor-Feldzug werden die Luna Wolves zu Ehren ihrer Primas in Sons of Horus umbenannt. Der durch die Berührung der dunklen Götter verdorbene Kriegsherr Horus wendet sich gegen den Imperator. Die Hälfte der Legions Astartes schließen sich seinem Versuch an, das Imperium in die Knie zu zwingen und die Yularen Space Marine Legion zu zerstören. In der Schlacht um Terra wird Horus vom Imperator im Zweikampf auf der Geist der Rachsucht getötet. Abaddon ergreift den Körper des Kriegsherrn und flieht mit den Sons of Horus ins Auge des Schreckens. Die verräterischen Astartes kämpfen im Eye of Terror gegeneinander um Ressourcen und Sklaven, wodurch die bereits gebrochenen Legionen weiter zersplittern. Auf dem Höhepunkt des Krieges greift die Emperor's Children die Dämonenwelt Maleum an, schleifen die Festung der Sons of Horus, stehlen den Körper ihres Primarchs und verschwinden in den Warp. Abaddon steigt zur Herrschaft über die Sons of Horus auf und zieht aus, um die Klone zu töten, die Fabius Baal aus Horus' Überresten erschaffen hat. Er zerstört die versteckten Labore des Primagutnators und die von ihm geschaffenen Abscheulichkeiten und lässt keine Spur seines Genvaters zurück. Nach der vollständigen Vernichtung des Horus ändert Abaddon den Namen seiner Legion zu Black Legion. M32 bis M39, Zeitalter der Vergeltung, der lange Krieg. Abaddon schwört, Erfolg zu haben, wo sein Vater gescheitert ist, nimmt den Titel des Kriegsherrn an und beginnt den langen Krieg von neun. Der erste schwarze Kreuzzug. Abaddon versammelt eine riesige Armee aus Verrätern und Dämonen und führt die Black Legion aus dem Auge des Schreckens heraus, um das Imperium zu verwüsten. In einer großen Schlacht um die Welten von Cardia werden die Verräter von den neuen gegründeten Space Marine Orden und den Legio Titanicus abgewehrt. Während der Kämpfe reist Abaddon heimlich zum Planeten Uralan und beansprucht das uralte Dämonenschwert Drachnien für sich. Die gepeinigte Mine. Feinrock, der Vergessene von der Black Legion, entdeckt eine Welt, die aus vom Warp durchdrungenen Eisenerz besteht. Er baut eine riesige Mine, um ihren Reichtum für den Kriegsherrn abzubauen. Sklaven erweisen sich als zu schwach, um in der Mine zu arbeiten, da das Erz sie unkontrollierbar mutieren lässt, während einige Schächte Flüssigkeiten absondern, die die Arbeiter in ihnen auflösen. Feinrock löst das Problem, indem er in einem Ritual, für das die gesamte sterbliche Arbeiterschaft geopfert wird, dämonische Entitäten an einem Bergbaumaschine bindet. Der zweite schwarze Kreuzzug. Abaddon legt einen Todesfluch auf die Welten des Belis-Corona-Sektors, indem er sie mit der Berührung des Warp erfüllt. Seine Flotte greift die Werften des Sektors an und zerstört Dutzende imperiale Kreuzer, die sich im Bau oder in Reparatur befinden. Das Imperium, das sich auf den Krieg im Weltraum konzentriert, versammelt eine Flotte, um zurückzuschlagen. Der Vernichter überlässt sein Flaggschiff, sein Sorceress, und teleportiert zum Stützpunkt der Inquisition auf Nemesis Tesera. Er stürzt dessen hexagrammatische, unheimliche Nadeln durch anhaltende Melterbeschuss, bevor er sich zurückzieht. Die Inquisition entdeckt später, dass eine kritische Zelle geöffnet wurde und der dämonische Gefangene, die legendäre Nemesis, nach der der Planet umbenannt wurde, entkommen ist. Das verräterische Auge. Dreckhaf, der Blinde, bildet die Söhne des Auges aus, den Sons of Horus, die sich nach der Häresie verweigerten, sich Abaddon anzuschließen. In der Schlacht der wehklagenden Tiefe besiegen die Söhne Voslog und seine World Eaters, beanspruchen ihre Festung für sich und werfen ihre Schädel in die Seelenfeuer, die unter der Planetenkruste toben. Dreckhaf persönlich entwindet während der Schlacht Voslog seine dämonische Axt und nutzt die Waffe gegen ihren vormaligen Besitzer. Der dritte schwarze Kreuzzug. Der Vernichter schickt den Demon Prince Talumin zu einem waghalsigen Frontalangriff auf das Tor von Cardia. Die Dämonenhorde, die Talumin folgt, fordert Millionen von Leben und zieht Regimenter der Imperialen Armee und Space Marine Orden aus dem gesamten Segmentum Obscurus an. Schließlich schaffen es die Space Wolves, Talumin zurück in den Warp zu verbannen. Gedeckt durch diesen Angriff führt Abaddon einen Einsatzverband zur Schreinwelt Gerstahl, bricht die Siegel am Grab des gleichnamigen Heiligen und zerstört seine Überreste, während die Aufmerksamkeit des Imperiums woanders liegt. Dieser Akt äußerster Entehrung verbannt den Geist des Heiligen, vereitelt die Prophezeiung, er würde sich eines Tages wieder erheben und schwächt die psionische Verteidigung des Planeten.
Seraphistons Buße. Seraphiston, Sorcerer der Thousand Suns, reist auf Geheiß des Zinch tief ins Auge des Schreckens, wo ihm die Gabe der Prophetie erteilt wird. Begabt mit einem profunden Verständnis der kommenden Jahrtausende, schwört Seraphiston Abaddon the Despoiler die Treue. Der vierte schwarze Kreuzzug. Während des Elf-Hanor-Krieges belagert die Black Legion die Zitadelle des Chromarchen. Abaddon führt den Angriff auf die Tore der Festung, aber die Feuerkraft der Zitadelle ist so gewaltig, dass nur eine Handvoll seiner Chaos-Bassarines es durch die Tötungszone der imperialen Verteidiger zu den Mauern der Festung schafft. Mit einem einzigen Schlag mit Drachnium zerschmettert der Kriegsherr die Tore. Damit zerstört er nicht nur ein Portal immenser Stärke, sondern auch die uralte empirische Barriere, denn die Tore der Zitadelle enthielten uralte Monolithen, die einen mächtigen Warp-Knoten versiegelt hielten. Die Black Legion und ihre dämonischen Verbündeten fallen über den Chromarchen und seine Verwandten her, erobern die Zitadelle und löschen seine uralte Linie aus. Die Albtraumsenke. Saxian der Gebrochene plündert Helosian im Agrippana-Sektor. Er nimmt den Konventen der Alblaster-Jungfern gefangen, setzt sie den Energien des Warp aus und aktiviert so ihre latente psionische Gaben. Dann verschmilzt Saxian die Jungfern mit Warp-Technologie zu einer einzigen Wesenheit, bevor er die resultierende Abscheulichkeit als lebendes Warp-Portal benutzt, um eine dämonische Invasion zu entfesseln. Der zerlumpte König. Imperiale Kreuzer im Orbit der Urzeitwelt Sgyro zerstören das Verräterschiff Kralle der Wut. Ein einzelner Legionär der Black Legion entgeht der Zerstörung des Schiffes und schafft es auf die Planetenoberfläche. Sgyros indigene Bevölkerung verehrt den Chaos Space Marine als einen Gott, dem sie als den zerlumpten König preist. Und sie wird in den Dienst der verderbten Mächte gestellt. Die Imperiale Armee braucht mehr als 10 Jahre, um die Kultistarmee des Legionärs zu vernichten und die Welt zurückzuerobern. Der fünfte schwarze Kreuzzug. Abaddon säumt den Elysia-Sektor und befiehlt die Zerstörung bestimmter Städte, Schreine und Tempel auf Dutzenden von Welten. Jeder dieser Gewaltakte zerstört die Warp-Siegel, welche dem psionischen Wandeln in dieser Region des Raums stabil hielten. Auf Taranis lockt der Vernichter die Orden der Warhawks und den Venerators in die Ruinen von Kasiolutien, wo er sie zwischen den Mondhorden des Korn und der Black Legion einschließt. In einem verbitterten letzten Gefecht werden beide loyalen Orden vollständig vernichtet und ihre Schädel vom Dämonenprinz Doombreed auf Korns Thron platziert. Der sechste schwarze Kreuzzug. Der Warmaster lässt Drekath dem Blinden seinen Zorn spüren. Abaddon hilft den Söhnen des Auges bei einem Angriff auf die Fabrikwelt Akreath und kämpft Seite an Seite mit ihnen, bis die Verteidiger vom Adeptus Mechanicus vollständig vernichtet und ihre komplexen Duralstahl-Zikkurats zu formlosen Metallklumpen zerschlagen sind, die nicht länger ihre Funktion als ausgeklügelte Kraftflüssigkräfte erfüllen. Als sich die beiden Anführer nach der Schlacht an ihrer jeweiligen Streitkräfte wenden, stickt Abaddon Drekath nieder und zwingt ihn mit anzusehen, wie die versammelten Söhne des Auges niederknien, bevor er ihn mit einem Rituellen zur Schaustellung von Gewalt tötet. Das Turnier des Blutes. Abaddon, der mit seinen Schusen unzufrieden ist, lässt sie gegeneinander antreten. 8 Tage lang kämpfen die Schusen in blutigen, bespritzten Laderäumen der Geist der Rachsucht, bis nur einer von ihnen übrig ist. Indem er den Sieger mit der Klaue des Horus aufspießt, besiegelt Abaddon einen Pakt mit Korn und gewinnt einen mächtigen dämonischen Verbündeten in Gestalt des Bloodthirsters Haganagra. Der siebte schwarze Kreuzzug. Während des Geisterkrieges stößt ein Einsatzverband der Blood Angels auf dem Planeten Mekkan auf Abaddons Streitkräfte. Der Vernichter führt persönlich eine Schar Kornberserkers zum Angriff gegen die Linie der Söhne des Sanguinus. Die Verräter, die den Beschuss der Dualisten überleben, fordern einen hohen Blutzoll ein. Der Ansturm ist so wild, dass die überlebenden Blood Angels nicht die Körper der Gefallenen bergen können. Das Gefängnis des Wahnsinns. Abaddon führt an gefangenen imperiumstreuen Space Marine Experimente durch und foltert sie mit wiederholten Visionen einer Zukunft, in der das Imperium von Chaos anheimfällt. Trotz der psychoindoktrinierten mentalen Widerstandskraft des Adeptus Astartes scheinen diese Prophezeiungen so echt, dass jene, die sich nicht das Leben nehmen, als seelenverbrannte Hüllen zurückbleiben, die letztendlich Abaddon die Treue schwören. Der achte schwarze Kreuzzug.
Auf im Segmentum Obscurus verteilten Welten töten Abadons Kräfte im Namen des Zinj eine präzise Anzahl imperialer Bürger. Die Monolithen aus lebendigem Metall unter den Kraterstädten von Tekus leuchten mit jedem rituellen Gemetzel heller, bis auf dem Höhepunkt des 9. die Bauwerke zu schmelzen beginnen. Als die Agenten der Inquisition ein Muster hinter der Taten der Black Legion entdecken, hat Abaddon sein Ziel bereits erreicht. Die Arche der Verdammnis. Terminators der Flash-Tearers entern das Space Hulk Seele der Verdammnis, als es gefährlich nahe an die Kernwelt des Seklo-Septors herantreibt. In dessen Tiefen entdecken sie eine Stasiskammer mit einem einzigen Sarg. Darin befindet sich ein uralter Krieger der Luna Wolves. Als ihm vom Schicksal seiner Legion berichtet wird, wird der uralte Space Marine vom Zorn erfüllt und nimmt eines der Schiffe der Flash-Tearers, bevor er in der Leere verschwindet. Dämonenfestmahl. Die Black Legion plündert die Wüstenwelt Sanisor und färbt ihren Dünenmeere rot mit Blut. In den Warpwind-Schluchten errichten die Chaos-Space Marines eine stählerne Vorrichtung mit einem seelenartigen Membran aus abgezogener Haut. Die Kreaturen des Immateriums werden von der Welt angezogen, um sich an dem Seelenmaterial zu laben, das von den albtraumhaften Konstruktionen eingefangen wird. Als die 232. Expeditionsstreitmacht von Cardia auf Sanisor landet, ist es von Dämonen übersät wie eine Leiche von Fliegen. Der 9. Schwarze Kreuzzug. Als Teil einer größeren Strategie, die Flottenfestung Kankephalos auszuschalten, führt Abaddon seinen 9. Kreuzzug gegen die dichte Bevölkerung des nahen Antikanes. Der Sitz des imperialen Kommandanten, Monarchiv, wird durch Abaddons Vorhut belagert. Die Black Legion kämpft sich durch die unteren Ebenen der Makropole, während der Vernichter selbst ihre heiligen Orte stürmt. Als die imperiale Armee von Kankephalos ankommt, um die überlebenden Verteidiger zu verstärken, haben Abaddon und seine Kräfte bereits die Planetenoberfläche verlassen. Als verächtliche Geste schießt die Black Legion ein Dutzend Zyklonsprengköpfe in die Ruinen von Monarchiv. Der folgende 17-jährige Krieg beraubt sowohl Antiarchanes als auch Kankephalos ihre kostbaren Ressource, Menschenkraft. Da die Schiffe der Flottenfestung ihn nicht länger aufhalten können, kann Abaddon den Sektor nach Belieben plündern und seine Sorcerers können ungestraft die nötigen Rituale durchführen, um die Mauern der Realität in diesem Bereich des Weltraums zu schwächen. Die Vergessene Kompanie. Beinahe 8 Jahrtausende, nachdem es losgeschickt wurde, erreicht das Notsignal einer verlorenen Kompanie der Luna Wolves die Sorcerers der Black Legion. Abaddon reist zu den Planeten, an den in der Nachricht enthaltenen Koordinaten, wo er feststellt, dass seine alten Brüder zu einem Zerrbild ihrer ursprünglichen Legion geworden sind und ihre eigene Gensaat durch primitive Rituale und das Zusammenleben mit den Ureinwohnern pervertiert haben. Die herabgewürdigten Luna Wolves erwartet keine Gnade von Abaddons Kräften und sind überrascht, als er sie in die Black Legion willkommen heißt. Der 10. Schwarze Kreuzzug. Abaddons Armeen und Perturabos Iron Warriors fallen in den Hedeka-Sektor ein. Während die Black Legion die Hauptwelt Drakiana Pramiris angreift, konzentrieren die Iron Warriors ihren Angriff auf den Orden der Iron Hands, da sie eine alte Blutschuld tilgen wollen. Die Iron Warriors verheeren die Welt des Medusa-Systems und treiben die Iron Hands in den Rand der Vernichtung. Erst als der loyale Orden starke Verstärkung erhält, fallen Abaddon und die Iron Warriors zurück und nehmen wertvolle Erkenntnisse über Medusas Verteidigungsanlagen mit sich. Die dämonische Werft. Tief im Auge des Schreckens entdeckt Abaddon eine uralte Werft, die durch den Warp treibt. Inmitten der verrosteten Gerüste und zerfallenen Manufaktoriumstürme findet der Kriegsherr ein halb gebautes Schiff, dessen Ausmaß riesig und dessen Gestaltung entsetzlich ist. Seine Warpsmiths untersuchen das Schiff, bewundern seine dunkle Majestät und versprechen, dass es, wenn es fertig ist, der Untergang von Welten sein wird. Der 11. Schwarze Kreuzzug. Die Flotte des Vernichters verirrt sich im Warp und taucht schließlich im Weg vom War Mogor wieder im Realraum auf. In den Ruinen von Reloria stellt die Black Legion die Grünhäute zur Schlacht. Nach monatelangen Kämpfen befiehlt Abaddon der Black Legion, Reloria seinem Schicksal zu überlassen und ins Auge des Schreckens zurückzukehren. Aber nicht, bevor der Kriegsherr seine Laderäume mit gefangenen Weird Boys der Orks füllt. In Verbindung mit einem Zirkel seiner mächtigsten Sorcerers benutzt er die explosive psionische Energie der entführten Grünhäute in einem dämonischen Hybridisierungsritual, das das Gefüge der Realität im Relorarium-System schwächt. Der Fall des Savage Swords.
Der Ordensmeister des Savage Swords glaubt fälschlicherweise, dass der imperiale Gouverneur des Planeten Hyboras eine uralte Ehrenklinge seines Ordens gestohlen hat. Gefangen in ihrem Zorn und in ihrer rechtschaffenen Vergeltung, begehen die Space Marines eine Reihe von Gräueltaten auf dem Planeten. Erst als der Ordensmeister auf dem blutbefleckten Thron des Gouverneurs sitzt, erkennt er das Ausmaß seiner Torheit. Aber da ist es bereits zu spät. Als die Black Legion ankommt, um die Welt über den Rand der Katastrophe zu stoßen, sind die Savage Swords bereits der Verheerung des Korn verfallen. Es braucht nicht viel, damit Abaddon sie überzeugen kann, sich ihm anzuschließen. M40 bis M41, Zeitalter der Apotheose, der hungrige Prinz. Groot Gora, ein Demon Prince des Nurgle, fällt mit einer großen Armee der Black Legion auf der Agrarwelt Pilentos ein. Während die Chaos Space Marines jeden Rest imperialen Widerstands niederschmettern, schlägt sich Groot Gora mit den Webwirbeln der weitläufigen Seidenfarm des Planeten den Bauch voll. Der Hunger des Demon Prince ist unstillbar und er verschlingt alles und jeden in seinem Weg, wobei er durch das Fleisch von Wurm und Mensch zu gewaltiger Größe anschwillt. Schließlich platzt Groot Gora in einer Welle aus faulenden Organen und widerlichen Ausdünstungen und eine Million Nurglings kriechen aus einer Leiche heraus. Der Planet wird Perditas erklärt und unbefristet unter Quarantäne gestellt. Die Penumbra-Prophezeiung. Abaddon wird von Zarathustras Vision zu einer Hexenwelt der Elder geleitet. In den Ruinen einer uralten, mit Skeletten übersäten Wraithbone-Stadt führt der Sorcerer den Kriegsherrn in einen Raum, wo ein Wandteppich aus abgezogener Haut die Wände vom Boden bis zur Decke bedeckt. Auf seiner Oberfläche liest Abaddon eine Prophezeiung, die ihm all die Geheimnisse von 6 überaus mächtigen Waffen offenbart. Der 12. Schwarze Kreuzzug. Abaddon führt seine Flotte in den Gothic-Sektor und bringt 3 der prähistorischen Sternfestungen, die als die Schwarze Festung bekannt sind, in seinen Besitz. Unter Abaddons Kontrolle wird die Macht der Schwarzen Festungen benutzt, um den Stern Tarantis zu vernichten, wobei mehrere der nächsten Welten des Systems verschlungen und die imperialen Flotten verheert werden, die gegen die Black Legion ausgesandt wurden. Schließlich wird die Flotte des Vernichters zurückgetrieben. Doch am Ende dieser Periode, die im Imperium als der Gothic-Krieg bekannt ist, flieht Abaddon mit 2 der schwarzen Festungen ins Auge des Schreckens. Die gewaltigen Maschinen der Zerstörung treten bei Abaddons 13. schwarzen Kreuzzug einmal mehr in den Realraum hinaus. Das eiserne Labyrinth. Eine von der Black Legion angeführte Chaosflotte stößt in das Cardia-System vor. Mit Hilfe der Imperial Fists kann das Astra Militarum die Kräfte des Chaos in der Schlacht des Eisernen Labyrinths schlagen und sie ins Auge des Schreckens zurücktreiben. Aber was der scheinbar waghalsige Vorstoß so weit ins System erreicht hat, bleibt für den imperialen Kommandeur ein Geheimnis. Der Schädel von Kerngar. Abaddon fliegt auf der Suche nach dem Schädel von Kerngar auf die Jungfernwelt Ildanara. Anfänglich wird er auf der Planetenoberfläche von Scharfschützen der Elder, von den Craftworlds Alaytok an der Nase herumgeführt. Doch er befiehlt, sämtliche Deckung um seine Position durch ein Orbitalbombardement dem Erdboden gleichzumachen. Verstärkungen der Elder reagieren schnell, um den Vernichter zurückzutreiben, aber da hat er sich bereits seinen Preis geholt. Die Pilgerfahrt der dunklen Klage. Von einer Vision Abaddons heimgesucht, geben Millionen Pilger ihre Verehrung des Imperators auf und lassen ihre Schiffe Kurs auf das Auge des Schreckens nehmen. Nach einer langen, gefährlichen Reise, auf der Tausende umkommen, erreichen die Pilger schließlich von der Black Legion gehaltene Welten, wo sie sofort versklavt werden. Noch während sie unter den Peitschen ihrer neuen Herren fallen, danken die Pilger dem Kriegsherrn. Das Tor der Verdammnis. Der Vernichter fällt mit einem Bündnis der Verräterlegion im Paradox-System ein. Abaddon fegt den imperialen Widerstand beiseite, bricht ein Gewölbe unter der Welt ein und öffnet das Tor der Verdammnis, ein uraltes Portal in den Warp. Eine Streitmacht aus Dark Angels und Grey Knights kommt Pandorax zu Hilfe, um zu verhindern, dass ein dämonischer Einfall den Sektor verschlingt und kann das Portal schließen. Aber ohne das Wissen des Imperiums hat Abaddon Pandorax bereits verlassen und einen außerordentlich mächtigen, abtrünnigen Psioniker mit sich genommen. Der Prometheus-Krieg. Die Salamanders führen auf Helentin einen Stadtkampf gegen die Black Legion. Der Orden der Schwarzen Kelche kommt zur Verstärkung der Space Marines und gemeinsam drängen sie vor. Doch ihr Vormarsch wird durch den Demon Prince Gralastix aufgehalten. Plötzlich erscheint Saint Celestine, stürmt durch die Chaoshorden und erschlägt Gralastix, bevor sie wieder verschwindet. Der Käfig bricht auf.
Lord Xorphas von der Black Legion fällt an der Seite der World Eaters von Khan the Betrayer und der Crimson Slaughter auf dem Planeten Amethal ein. Eine Allianz der Blood Angels und des Adeptus Mechanicus wehrt die Invasoren ab. Doch als der Planet von einer steigenden Flut des Gemetzels verschlungen wird, bricht die strukturelle Integrität des uralten Dämonenkäfigs, der das Innere des Planeten bildet. Die Chaos-Invasoren werden vertrieben, aber der Schaden, der angerichtet ist, bleibt. Innerhalb eines Jahres zerbricht ein naher Warpsturm den Dämonenkäfig vollständig, schleudert das System in ein vom Warp heimgesuchtes Durcheinander und verstärkt den empirischen Sturm, der durch die Galaxis tobt. Der Zorn des Magnus. Mit der Hilfe eines zentianischen Betrügers, der als der Changeling bekannt ist, versammelt der Dämonenprimarch der Thousand Suns, Magnus the Red, seine Sorcerers und übt an der Spitze mehrerer Kriegssektionen der Rubrika E Vergeltung an der belagerten Welt Fenris. Der 13. Schwarze Kreuzzug. Die Armeen des Chaos greifen Cardia und die vielen Welten um es herum an. Die Kräfte der dunklen Götter klingen wie ein Namensaufruf aus epischen Schlachten aller Zeiten. Immer in der Vorhut ist die Black Legion, gefolgt von der Death Guard, den World Eaters, der Alpha Legion, den Thousand Suns, den Night Lords und anderen Legionen aus den Annalen der schwärzesten Tage. Lange für vernichtet gehaltene Renegatenorden erneuern ihre Angriffe auf das Imperium der Menschheit. Vor ihnen rennen schmutzige Kultists, wahnsinnige Mutanten und verräterischer Abschaum in unzählbaren Massen. Hinter ihnen marschieren Dämonen aller Mächte des Verderbnis, der real gewordene Albtraum der Sterblichen, angeführt von dem höllischen Herrn. Nach einem zermürbenden Feldzug mit einer Opferzahl, der in die Billionen geht, reißt Abaddon the Despoiler erfolgreich die seltenen Pylone nieder, die für tausende Jahre die Raumregion des Tors von Cardia stabil hielten. Cardia fällt bald darauf. Und der Länge der Galaxie nach zieht eine Welle brüllender Warpstürme auf. Astropath überall fürchten sich, ihren Geist zu öffnen, um Nachrichten zu senden oder zu empfangen. Denn im Materium erklingt ein erschütterndes Dröhnen, möglicherweise das Geräusch der zahllosen Risse, die sich in der Barriere zwischen dem materiellen Universum und dem Warp öffnen. Oder vielleicht das Lachen der dunklen Götter. Der große Riss öffnet sich. Eine Kettenreaktion von Warp-Kataklysmen zieht sich durch das Imperium, schleudert seine Welten in die Katastrophe und weckt die ruhenden Kräfte latenter Psioniker überall in der Galaxis. Das Imperium wird der Länge nach entzweigerissen, als das Phänomen, das als die Cicatrix Maledictum bekannt ist, entsteht. Zahllose Zivilisationen gehen an Dämoneneinfälle verloren, während die Galaxis brennt. Tausend imperiale Planeten am Rand des großen Risses werden evakuiert, da das Geflecht aus Warpstürmen sie zu verschlingen droht. Auf der Fabrikwelt Raedon versammeln die Tech-Priests des Adeptus Mechanicus ihre heiligsten Fertigungsreliquien, um sie von der Welt zu schaffen. Aber bevor die Fregatten beladen werden und starten können, tritt eine Armada von Kriegsschiffen der Black Legion aus dem Warp hervor und bildet eine undurchdringliche Blockade um den Planeten. Bald landen Horden von Schocktruppen der Chaos Space Marines auf der Fabrikwelt. Die Masse der Skitari-Verteidiger wird aufgestellt, um die Basiliska Logisticum zu schützen, wo das Mechanicus seine unschätzbaren Archeotech lagert. Aber die Kräfte des Chaos versuchen nicht einmal, den Komplex zu belagern. Stattdessen führen sie eine Reihe verheerender Orbitalbombardements gegen die Raumhäfen des Planeten aus und vernichten deren Laserkanonenvorrichtungen, bevor sie Wellen von Bodentruppen entsenden, um die verbliebenen Skitari zu erledigen. Da Raedon seiner Transportkapazität beraubt ist, zieht sich die Armada der Black Legion zurück und lässt die Tech Priests und ihre wertvollen Reliquien unberührt, während die Warpstürme sie einhüllen. Der Vorstoß der Hunde des Abaddon durch die streitsüchtigen Sterne gerät ins Stocken, als ihnen auf Gandors Providence die Imperial Fists begegnen. Die Söhne des Dorn setzen zahlreiche Intercessor Squads ein und legen eine Reihe schwerverteidiger Befestigungen auf der Oberfläche der Agrarwelt an. Anstatt sich in einer langwierigen Belagerung hineinziehen zu lassen, lassen die Hunde des Abaddon von ihrem Feldzug ab, um anderswo Zerstörung anzurichten. Nach einer monatelangen Schlacht im Aral-Last-System wird eine beträchtliche imperiale Flotte nahezu ausgelöscht von einer gewaltigen Kriegsflotte mehrerer Kriegerscharen der Black Legion. Die wenigen übrigen imperialen Kräfte ziehen sich zum Dauerwachtpfeiler der schwer befestigten Orbital-Dock-Plattform über Aralastan 7 zurück, um sich zu sammeln. Unterdessen zieht der Governor Melikron Indis auf der Oberfläche seiner planetaren Verteidigungskräfte zusammen und bereitet sich auf die Invasion vor.
Als sich die Schiffe der Black Legion nähern, treten unter der Bevölkerung von Arales 7 Dutzende Chaos-Kulte hervor. Die verblendeten Fanatiker sehen die Chaos Space Marines nicht als Invasoren, sondern als Retter, die aus dem großen Riss hervorkamen, der Tag und Nacht am Himmel brennt. Indies muss seine Truppen zu blutigen Kämpfen tief in die Makropolstädte entsenden, um zu verhindern, dass der Planet in die Hände der barbarischen Kultists fällt, bevor die Black Legion überhaupt ankommt. Diese Schlachten verlaufen nicht zugunsten des Governors, denn mit jeder verstrichenen Stunde schließen sich mehr und mehr Bürger dem anarchistischen Aufstand an. Indes und die übrigen Fragmente seiner Armeen verbarrikadieren sich im Turm der Hauptmakropole von Arales 7 und beten zum Imperator, dass die Flottengarnison von Dauerwacht ihnen bald Hilfe schickt. Ihre Gebete werden nicht beantwortet. Die Black Legion, die den Dauerwachtpfeiler Tage zuvor eingenommen hat, löst die Plattform aus dem Orbit und lässt sie auf die Planetenoberfläche stürzen, direkt auf die Hauptstadt. Die durch den gewaltigen Aufprall ausgelöste Explosion hinterlässt nur einen Krater, wo die Makropole einst stand. Und das folgende Beben ist auf dem ganzen Planeten zu spüren. Diese Zuschaustellung roher Macht ist der letzte Beweis, den die Chaos-Kulte brauchen. Niemand auf Arales 7 verzweifelt mehr daran, dass die Krieger der Black Legion Götter sind. In meinem nächsten Video zu den Heretic Astartes geht es um die einzelnen Orden der Chaos Space Marines. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und einen kleinen Einblick in die Zeitlinie gebracht. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, euer Eye of Terror. Vielen Dank fürs Zuhören.